So, Herr Hermes, hier auf ein Wort. Auf ein Wort. Belletage, neue Küche. Belletage. Da ich jetzt seit Jahren an einem Burnout-Syndrom leide, weil ich seit Jahren, also sprich 10 Jahre unten in der Küche in Café Paris mal in der Krockhölle. In der Krockwürstchenbude, bin ich jetzt hier oben hochversetzt worden, um zu regenerieren, zu entspannen. Weil ja, hier sieht das noch sehr entspannt aus. Sehr entspannt. Sehr übersichtlich. Sehr übersichtlich, es ist sehr entspannt. Viele Leute. Ja, ja. Also, ja. Und ich kann hier wirklich mal runterkommen. Ja. Das ist auch seit 10 Jahren mein erster Urlaub. Ja. Robert? Fachgespräch, Fachgespräch. Ist das eigentlich ein 26.000 Euro Induktionsherdgericht? Ja. Deswegen kostet das jetzt auch 8,50 Euro mehr unten im Kapitalismus, weil der Induktionsherd muss natürlich wieder reinkommen. Das macht aber geschmacklich ist es vorne hat er 5 kW der Strom. Das ist ganz angenehm. Das ist relativ kühl, oder? Ja. Fällt relativ. Es so relativ. Relativ? Ja gut, euch steht der Schweiß im Gesicht, das sehe ich immer. Ja, aber ich meine, es ist ein bisschen mit Stress und so. Ja. Ja. Wie viel hast du das heute schon geschickt? 6. Hier oben und unten? 600. So, in dem Dreh also. Aber sonst alles gut. Okay. Ja, und ich finde es auch toll, dass jetzt hier mal Zeit ist für so eine Diskussion am Pass. Über den Bon. Über den Bon, weil unten ist natürlich nie... Ich zähl mal kurz das Personal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der ist auch nur mal kurz so eine Kurzphasenentspannung hier hochgekommen. Ach, ihr schickt ihn mal für eine Stunde hoch. Für eine Stunde hoch. Verstehe. Okay. Da kommt der Nächste an. Hallo, habt ihr nichts zu tun? Hast du auch ein Burnout-Syndrom? Hast darfst du auch mal hoch? Hättest du doch besser gearbeitet, dürftest du es auch hier unten stehen. Also runter. Welche die Küche im Belletage ist. Du machst. Au! Robert, wie ist das Relax-Zentrum Belletage? Wie ist das Relax-Zentrum Belletage? Ja, angenehme Luft hier, ne? Ja, nicht so warm, herrlich. Nicht so warm, herrlich. Jetzt Sommer, glaube ich, ist es drauf. Ich merke schon. Ja. Ich gehe mal was essen. Ja, dann essen wir was. Was darf ich denn kreieren?